So, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Wir haben in der letzten Folge Folgendes gemacht. Und zwar haben wir investieren müssen aufgrund Renovierungsarbeiten hier. Nee, das war Quatsch, wovon rede ich denn? Das war schon ein paar Folgen da zuvor. Sondern wir mussten im Aero Center, haben wir unsere Mädels ausgestattet. Dann waren deren Kleidung wieder kaputt gewesen und wir mussten wieder neue Kleidung holen. Das war irgendwie ein bisschen komisch und ging ein bisschen schnell. Ja, was wir jetzt in der Folge vorhaben ist, wenn wir genügend Kohle haben, dann hätte ich Bock darauf, endlich mal an unserer... Oh, heute kommen viele Leute. Also, vieles gut. 150 kann man da rein investieren. Das wollte ich schnell mal kurz machen. Also, wenn wir genügend Kohle haben, würde ich mal gerne uns mit unserer Piepshow weiter ausbauen. Das heißt jetzt erstmal Lichteranlage dran, dann wahrscheinlich nicht in dieser Folge, sondern in einer der nächsten Folgen mal die Bühne ausbauen und dafür sorgen, dass es weitergeht hier. Das finde ich wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die man zu Recht machen kann. Wir gucken, der Eingangsbereich sind wir auch im Ausbau und der ist jetzt endlich fertig. Unser Kobra ist auf 2 eingestellt. Soll uns also ein paar Leute bringen. Guck mal hier, was heute geplant ist. Sehr wenig geplant mit 33. Das wäre ja katastrophal schon fast für unsere Verhältnisse. Da ist also einiges mehr möglich eigentlich. Wir warten mal ab. Wie sind wir hier gelistet? Mit 50 von 100. Und ich glaube, wir müssen 90 von 100 hinkriegen. Haben wir also noch einiges vor uns. Ja, es ist auch gerade sehr wenig los, wie man sieht. Wir Pi-Bereich waren auch erst 3 Leute, obwohl schon 14 Uhr ist. Da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Aber egal, wir lassen das einfach mal gerade so ein bisschen laufen. Ich würde sagen, Lichter-Show ausbauen. 4000 Euro. 4000 D-Mark, sonst wäre das zu riskant. Wir brauchen ja noch so ein bisschen was auf der Hinterhand. Also müssen wir das jetzt alles gerade so ein bisschen laufen lassen hier. Ich versuche hier wirklich weg von den Krediten, die Finger davon weg, auch weg vom schwarzen Geschäft, egal wie lustig das ist. Ich habe das mehrfach getestet gehabt, bevor ich hier den zweiten Versuch gemacht habe. Und das hat nichts gebracht. Also im Endeffekt braucht man ziemlich viel Kohle und dann kann man Glück haben, muss man aber nicht. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätten wir ein paar mehr Leute heute hier. Und wir müssen da mal direkt eingreifen, damit es nicht zu dreckig wird. Also diese Kosten haben wir auch noch, die wir tragen müssen. Waren jetzt mittlerweile in der Lounge, was natürlich alles andere als gut ist. Das können wir uns die Statistiken wieder angucken. Showkabinen werden heute so bei 800 sein. Die Videokabinen erschrecken niedlich mit 305, wenn da schon unsere Ausgaben bei den Showkabinen, was hatte ich gesagt, 251, 52 so in den Dreh. Die Autobahnen sind auch wieder richtig schlecht eigentlich. Es kommt echt darauf an, wie viele Leute da sind. Das müssen wir echt steigern noch. Also die Anzahl der Leute bei uns sollte sich noch um einiges erhöhen. Neuer Tag angebrochen. Specials haben wieder auf einem Akt, auf, wieder, sind wieder auf einem Tief angekommen. Müssen auf jeden Fall gleich hier diese ganzen Kabinen alle mal wieder in Ordnung bringen. Das heißt schon wieder renovieren, bevor wir investieren können. Aber man merkt, man braucht in diesem Ziel ein bisschen, in diesem Spiel ein bisschen Geduld, um zum Ziel zu kommen. Sind 5 Kabinen schmutzig, ne? Ne, 4. 4 ist der aktuelle Stand. Hier haben wir 2 Kunden, da sogar schon 4. Da heute sogar schon 3, das ist ja nicht schlecht.
können wir hier direkt hier vorne die Kabine auch renovieren. Uhr kommt das Cobra-Geil, das nochmal abgezogen wird. Das geht ja noch. Wie sieht's aus? Die ist 5 Sterne und die andere ist auch 5 Sterne. Unser Verona, soweit ich weiß, ja, auch 5 Sterne. Da können wir wahrscheinlich auch irgendwann mal noch einen dazu holen. Das macht's wahrscheinlich noch interessanter. So, 8 Uhr, Cobra-Geil. Dann machen wir die. Die machen wir auch wieder luxuriös. Duschen hatten glaube ich 1200 gekostet, genau, das machen wir jetzt nicht, das kommt aber auch noch. Also ich bin gerade am überlegen, vielleicht erst noch ein drittes Mädel vorher einzustellen. Da können wir ja mal eine Anzeige aufgeben bei der Lotte. Hallo Lotte, 250 und wir haben eine neue Anzeige am Start. Das wäre doch ganz interessant, mal auf 3 Mädels zu gehen, dann haben wir direkt ein bisschen mehr Auswahl und das zieht wahrscheinlich die Männer auch noch mehr an. Ist zumindest der Plan. Ich habe, glaube ich, gar nicht geguckt an den Häfen, was heute los ist, ne? Nö, war auch gut, dass ich nicht geguckt habe, weil gar nichts los ist. Ja, es ist ein bisschen abwarten gerade hier. Ich will mal wieder über 2000 kommen, damit ich das hier renovieren kann. Und dann hoffe ich, dass, wenn wir Glück haben, noch ein Mädel sich bei uns vorstellt in der Folge. So, die schmutzigen, merkt man richtig, die schmutzigen machen dann einfach weniger. Weniger Einnahmen, das haben sie gut gemacht, also bei dem Spiel. Da hinten sind wir schon fast das Doppelte, ja. Mal kurz wieder die Besucherstatistik angucken. Dann so ein bisschen wieder zurückgeht, das ist eigentlich nicht gut. Also man kann bessere Statistiken haben. So, sobald wir, das wäre 70 auch hier, hier auch nur 70, da oben dafür 100, warum es auch immer da oben so sehr boomt. Ein Model hat sich bei der Tänzerin beworben, die Patty, ja, die stellen wir auch direkt ein. So, wie machen wir das? Da muss nicht jeder bei uns ran. Die Verona haben immer nachts Sugar hier, dann kommt die Patty. Kommt hier, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie, oh, schon direkt 3 Sterne. Also die Patty könnten wir dann reinpacken. Nach Sugar kommt Verona. Das ist mir wichtig. Also packen wir die Patty hier davor in den Zeitraum rein. Hinzu. Ein bisschen Abwechslung hier zu sorgen, das ist wichtig. Wie machen wir das nachts? Verona. Dann könnte Patty eigentlich hier die... Nachts ist ja eigentlich immer noch was los. Morgens könnte auf jeden Fall Patty dran sein. Ich
hoffe, wir haben jetzt Verona oft genug. Sugar da an der Stelle. Mal gucken. Nee, also wir müssen auf jeden Fall Verona noch mal mehr reinbringen. Ergo, wir schieben Patty hier hin. Und Verona. So. Aber ich Patty hier unten. Ja, ich bin ja bekloppt und blöd, ja. Na, das ist natürlich blöd, was ich hier gemacht habe. Also, Verona ist mir in der Nacht wichtig, Sugar auch. Hier könnten wir die andere auftreten lassen. Verrückt. Wie machen wir das jetzt? Das würde gehen. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt total scheißegal und ich habe mir da jetzt gerade ein bisschen zu viel Gedanken gemacht. Das würde nicht gehen. Jetzt könnte er mich auslachen an der Stelle. Das war jetzt ja gerade wirklich blöd von mir gemacht. Also, packen wir Verona dahin. Und Patty, die neue, kommt dafür dann hier hin. Ja, da habe ich einmal zu viel geklickt. So, super. Jetzt haben wir es ja alles endlich geregelt, oder? Und dann geben wir direkt der Patty, Neuankömmling hier bei uns, gibt es direkt ein Shooting. Oh, die ist eher was für Leder. Für die Lederfreaks unter uns. Ja. Schön. Gut. Jetzt hat man gar nicht so viel mitbekommen von der Folge. An sich ist egal. Ach, wir können doch. Das machen wir noch, bevor wir die Folge beenden. Renovieren wir hier alles auf luxuriös. In den Showkabinen, das kann ich ja gar nicht ab, wenn das nicht so ist. Super, kann das ja so weiterlaufen. Ich warte wieder bis 12 Uhr ist, dann können wir hier schön aus der Folge rausgehen. Gucken wir uns währenddessen mal die Statistiken kurz an. Heute gab es wieder ein paar mehr Besucher. Und auch die Showkabinen gehen mal wieder ein Stückchen höher. Videokabinen, ja, da könnte man mehr rausholen. Diese zwei Tage hier, die waren wirklich erstaunlich gut gewesen. Die Automaten steigen auch leicht an. Die Specials sind auf einem neuen Tief angekommen. Das ist ja erschreckend. Da sollten wir in der nächsten Folge was dran ändern. Auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, diese Abwechslung, die wir jetzt haben mit den drei Mädels, die hat uns nochmal ein Stückchen angehoben, ja, auf 52, das ist ja schon mal gut. Gut und cool. So, ich speichere ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play, die Reeperbahn-Simulation. Bis dahin.